Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. TDFLP hier, euer Ding am Start. Wir sind hier im Turm und müssen die alte Tanne holen. Und ja, die wollen nicht, dass wir die alte Tanne holen, also knallen wir die jetzt hier alle weg, schmeißen eine dicke Granate dahin und sagen, piss dich, Alter, piss dich von meinem Körper. Ja, Hammer, Shepard kann das ja richtig weit werfen. Das war ja richtig weit. Ah, kerle Kiste, hast du schon so einen Überskill, ne? Und dann wirft er wie ein Mädchen in der dritten Klasse. Und jetzt erzählt mir nicht, Mädchen in der dritten Klasse können gut werfen. Die Pisser. Get all the Dauerfeuer! Wo kommen die alle her? Ich habe keine Muni mehr, Bitches. Na, hier ist wieder einer. Boah, der ist richtig nice geplatzt. Da waren richtig kurze, präzise Salven am Werk. Na, jetzt gucken wir uns erstmal um. Gibt es irgendwas umsonst? Ah, eine Tür. Sicher. Ding, 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 ding. Oh, hier sollten wir rein. Ah, ne, hier sind die Arbeiter. Bitte, töten Sie uns nicht. Töte sie, Shepard. Wir werden gehen. Wir werden gehen. Nein, 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 nein. Hey, sieh mal. Die gehören nicht zu Eclipse. Sie sind doch hier, um uns zu helfen, oder? Nein. Ich suche jemanden und Sie sind es nicht. Aber ist es denn sicher, rauszukommen? Ist Ihnen jemand verdächtig vorgekommen, der kein Söldner ist? Naja, der Typ, der uns hier eingeschlossen hat. Als er uns gefunden hat, dachte ich schon, jetzt sind wir tot. Aber er hat nur die Tür zugemacht und uns eingesperrt. Attentäter hilft potenziellen Zeugen? Seltsam. Attentäter? Wegen Nassana möchte ich wetten. Die hat's schon lange verdient. Wenn man Leute so behandelt, rächt sich das irgendwann und du wirst in den Arsch gebissen. Ich würde nicht hierbleiben. Auf den unteren Etagen ist es sicherer. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Los, wir gehen! Danke. Und sagen Sie Ihrem Attentäter, er soll auf den Kopf zielen. Ein Herz hat sie nämlich nicht. Beweg dich! Guter Spruch eigentlich. Nice. Oh, was? Hier jetzt. Credits, Packs. Achso, wir können doch 6 Packs haben, okay. Achso, weil wir mussten das nicht entforschen, weil wir das gekauft haben. Ah. Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass der Aufzug leer ist, wenn er hier ankommt? Schlage vor, in Deckung zu gehen. Oh yes, my brother. Good idea. Gießen Sie Ihren Aufenthalt. Geht in Deckung. Wird erledigt. Da kommen Sie. Oh, you fucking idiots, Alter. Geh auf Tauchstation. Das runter. Auf geht's. Ah, Feuer. Nice. Hat irgendjemand. Ich hab sie nicht mehr auf dem Schiff. Ich brauche Unterstützung bei der Zielsuche. Ich brauche Unterstützung bei der Zielsuche. Down. Halt's mal, du redest eindeutig zu viel. Oh, fuck my life. Ich brauch Muni. Ich bin so verschwenderisch mit dieser Munition. Fahrstuhl! Yo! Ich habe nichts mehr von den Teams 4 und 5 gehört. Keine Sorge, mein Team ist immer einsatzbereit. Ich weiß nicht, wo er ist. Noch nicht. Nur keine Sorge. Wir brauchen hier keine Verstärkung. Ich werde damit schon fertig. Alles unter Kontrolle. Ich gehe jetzt selber runter. Umdrehen. Ganz langsam. Verdammt!
Sagen Sie mir, wo der Attentäter ist, dann lasse ich Sie vielleicht am Leben. Wenn ich das wüsste, würde ich nicht meine Zeit damit verplempern, hier mit Ihnen zu plaudern. Sie gehören nicht zu Nasana-Söldnern. Wer sind Sie? Sagen Sie mir, wo der Attentäter ist. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Erschießen Sie mich ruhig, meine Wie wär's mit Auf Wiedersehen? That's nice. That was very nice. Hier war irgendwo ein Datenpad. Da. Grüße. So, Muni haben wir nicht mehr so viel. Einfach wegknallen, die schlafen da einfach. Was soll das denn? So, wir kämpfen uns langsam vor. Ein Verbrennungstag hierfür. Was für ein hyper fucking Donkey, Alter. Das Ziel hat sich getarnt. Von deinem Schuh, du redest zu viel, Alter. Ist nicht gut, so viel zu quatschen. Talk too much shit. So, jetzt hier hinten irgendwelche Secrets. Energiezelle öffnen. Ah, da ist Muni drin. Oh, Präzisionsgewehr Viper! Shepard! Oder aber auch Zeit. Grüß. Was ist da unten los? Wir haben ein neues Snipergewehr. Nice! Verdammt! Werden wir natürlich auch nutzen. Oh, wir haben es schon in der Hand. So mäßig. Ja, mal gucken, wie viel Damage wir mit dem Ding machen. Okay. So. Wir haben das Türchen aufgemacht in aller Ruhe. Naja. Sind hier drinnen alle in Ordnung? Zurück! Zurück oder ich schieße! Mach die Knarre runter, das ist Bastard. Wirklich keine gute Idee. Ich will sie nicht verletzen. Mich verletzen? Ich habe kaum was gespürt. Taylor! Ganz langsam. Er ist mein Bruder. Ich will nur sehen, ob er in Ordnung ist. Sind Sie die Leute, die den Söldner erschossen haben? Ich habe heute schon viele Söldner erschossen, aber der geht nicht auf meine Kappe. Aber wer war es dann? Sagen Sie es mir. Was ist passiert? Der Söldner hat uns gefunden und gebrüllt, wir sollen uns bewegen. Wir gerieten in Panik und dann hat er noch mehr geschrien. Ich dachte schon, er würde uns umbringen. Und dann ist sein Kopf einfach explodiert. Ah, Taylor ein hat die Waffe des Söldners an sich genommen, aber zum Gehen hatten wir zu viel Angst. Dann sind Sie aufgetaucht. Beeindruckender Schuss. Hier oben sind immer noch Söldner. Sie sollten in die unteren Etagen gehen. Dazu müssen Sie mich nicht lange überreden. Taylor, komm schon, steh auf. Du ein Lappen. Piss dich. Können wir jetzt nach Hause gehen? Ja, wir verschwinden von hier. Danke. Ist ja. Ihr Pisser. Das grün-weiß. Grün-weiß. Nein, ich bin aus Versehen. Ja, das wäre vorbei, aber es ist alles gut. Was? Noch eins? Was? Lila? Oh mein Gott, fuck. Hä? Achso, weil ich habe einmal verkackt oder was? Oh mein Gott, ich bin verwirrt. Das Spiel hat mich verwirrt. Was? Ah, Credits. Wo müssen wir hin? What the fuck?
Ah, wir müssen da hoch. Haha. Bitte überdenken Sie Ihre aggressive Einstellung. Ja. Ja, aber den kann man gute Headshots geben, auf jeden Fall. Oh, ist gar nicht so schlecht, aber ich glaube, die eine ist immer noch besser mit den 10 Schuss. Die macht einfach so viel Damage. Ist halt einfach viel zu krass. Ich brauche Unterstützung bei der Zielsuche! Deine Mutter braucht Unterstützung bei der Zielsuche. Tarne mich! Oh, der war heftig, Alter. Mir gut einen mitgegeben. Waffenschmidt, nice. Ja, können wir die jetzt töten, Alter? Könnt ihr jetzt irgendwie mal nochmal so ein Wie geht nicht? Like, what the fuck? Wow, der Effekt. Jetzt hau die weg. Na also. Schöne meine mitgeben. Bing, bing, bing. So. Jetzt greifen wir hier erstmal was ab. Jetzt greifen wir hier was ab. Jetzt greifen wir hier was ab. Sniper ändern wir. Unsere Standard-Sniper. Die ist schon cool, ne? Aber diesmal immer die geilste. Wenn das jetzt die richtige ist. Ja, Mann, die 10 Schuss Sniper. Chef einfach. Müssen wir jetzt von hier snipern? Achtung, hinter uns! Oh, oh da. Den Sprengstoff. Er ist schon an uns vorbei. Da sind die Jungs einfach mal weggeflogen. So kalt wie Eis. Shit. Geh auf, bring mir zu Ende. Deine Mutter stirbt. Ach so, der hat noch eine Panzerung, Leute. Das ist ja so ein Superkommandant. Jo. Feuer. Get wrecked, Motherfucker. Shepard ist da einfach ein Sponge, was das angeht. Der saugt den ganzen Schaden auf und sagt, piss dich, Alte. No chance. Oh, das hinten ist eine Maschine. Ach, hier ist eine Maschinenpistole. Oh, scannen. Damit lässt sich was anfangen. PDAs hacken. Da gibt es wieder Geld oder so. Orange und Blau hier. Orange. Ja. So, das war gut. Bereit zum Kampf. Bereit zum Kampf. Egal was sie tun, aber niemand überquert diese Brücke. Niemand überquert diese Brücke. Kannst du die töten? Ah, die geht ja gerade hin. Es ist super, um diese Barrieren umzugehen, Alter, dieser Schattenschlange. Legen die sich auf euren Boden, du schießt denen in den Hinterkopf und gehst einfach chillig nach vorne. Ohne Problems. Und dann stirbst du fast. Hey, das ist das Beste einfach nur. So, ich sah down. Auf meine Schirm. Worauf wartet ihr zum Teufel? Legt sie einfach um! Wow. Okay. Man wackelt Shepard zu hart.
LOL! Alles mit der Ruhe, Jungs. Wir müssen erstmal die Raketenscheiße ausschalten. Ah, ich habe verfehlt. Warum geht das nicht kaputt? Ah, jetzt. Oh, jetzt hab ich mich gerade getroffen, ey. Jetzt ist sie down. Gott sei Dank. Holy shit, ich habe 7 Schuss gebraucht. Inakzeptabel. Wofür zum Teufel bezahle ich euch eigentlich? Tja. Das ist eine gute Frage. Das ist eine super gute Frage. Grenade. Oh shit. Wir stehen hier gerade, ich glaube, echt schlecht, ey. Mach die mal kurz down, ich muss mal kurz zielen. Wir müssen kurz chillen, Jungs. So viel Damage. So, die ist down, der ist down. So, gut. Ah, die hat so ein scheiß Ding. So, erstmal der. Warte, erstmal kaputt. Aktivieren Sie Ihre Schlauch. Jetzt machst du Feuer. Ich lade nach. Oh mein Gott! Fuck! Ich kann so viel Damage aushalten. So. Ich glaube, wir haben es geschafft. Warten Sie! Bevor Sie mich töten, wüsste ich gerne, wer Sie angeheuert hat. Yeah, man. Was glauben Sie denn, wer es war? Lecken Sie mich. Charmant. Okay, töten Sie mich. Ihre dämlichen Spiele mache ich nicht mit. Nun, Sie haben es bis hierher geschafft. Was jetzt? Glauben Sie wirklich, dass ich hier bin, um Sie zu töten? Gibt es einen anderen Grund, warum Sie meinen Turm zerstören und meine Sicherheitskräfte dezimieren? Ich suche nur jemanden. Erwarten Sie von mir, dass ich das glaube? Geht's um Credits? Sind Sie etwa hinter Geld her? Nennen Sie mir einfach Ihren Preis. Dann können wir dieses Problem gemeinsam lösen. Alle Credits der Welt lösen dieses Problem nicht, Nassana. Wer zum Teufel hat Ihnen das Recht gegeben, Gott zu spielen? Ich mag ja nicht perfekt sein, aber sehen Sie sich mal selber an. Wir töten beide Leute für Geld. Worin besteht der Unterschied? Sie haben sich das selbst zuzuschreiben. Selbst wenn ich könnte, würde ich es nicht verhindern. Was soll das heißen? Natürlich können Sie es verhindern. Sie müssen nur nicht... Was? Ich habe was gehört. Verdammt, die anderen Eingänge überprüfen! Sie bleiben, wo Sie sind. Wenn ich mit diesem Ärgernis fertig bin, werden Sie und ich... Wer? Der ist cool, der Typ. Den würde ich gerne rekrutieren. Der ist ein Badass. Nice. Ich habe mich schon gefragt, wann Sie auftauchen. Ich habe gerade auf der Suche nach Ihnen den ganzen Laden ruiniert. Sie könnten mir wenigstens ins Gesicht sehen. Gebete für die Bösen dürfen nicht unterbrochen werden. Sie war mit Sicherheit böse. Nicht für Sie. Für mich. Die Qualität des Individuums lässt sich nicht allein aus seinen Taten ableiten. Nehmen wir sie zum Beispiel. So viel Zerstörung. Chaos. Ich war neugierig, wie weit sie gehen würden, um mich zu finden. Nun, hier bin ich. Ich will mit ihnen reden. Aber woher wussten sie, dass ich hier war? Schuss, Wechsel und Explosionen. Ich arbeite ja lieber geräuschlos. Wenn ich Wachen bekämpfen muss, habe ich einen Fehler gemacht. Und ich mache selten Fehler.
Sie haben meinen Plan gestört, aber letztlich hat sich die Ablenkung durch Sie als nutzbringend erwiesen. Kommen wir zur Sache. Ich brauche Sie für eine Mission. Ach ja? Schon mal was von den Kollektoren gehört? Gehört schon. Sie verschleppen ganze Kolonien der Menschen. Freedom's Progress war Ihr Werk. Verstehe. Wir sind hinter Ihnen her. Ein Angriff auf die Kollektoren bedeutet einen Sprung durch das Omega-4-Portal. Kein Schiff ist je von dort zurückgekommen. Mein Schiff wird das erste sein. Ich soll also Menschen beschützen, die ich nicht kenne, vor Aliens, über die niemand etwas weiß. Genau. An einem Ort, von dem noch nie jemand zurückgekehrt ist. Klingt doch super. Das trifft's ungefähr. Lassen Sie uns anfangen. Das hier sollte mein letzter Job sein. Ich sterbe. Geringe Überlebenschancen interessieren mich nicht. Die Entführung Ihrer Kolonisten hingegen schon. Heißt das, Sie schließen sich unserem Team an? Ich werde für Sie arbeiten, Shepard. Ohne Bezahlung. Yes! For free! Aber zahle for free, aber egal! Okay, wir haben die Bastard, Alter. Mit dem spielen wir jetzt. Und in der nächsten Folge gucken, wo wir sind, ob wir jetzt wieder in dieser Stadt sind. Oder ob wir auf dem Schiff sind. Dann wären wir danach vor. Oh, wir sind am 5 Schiff, okay. Ich habe beeindruckende Geschichten gehört, Krios. Klingt, als wären sie eine echte Bereicherung des Teams. Natürlich nur, wenn man sich gerne von einem Attentäter den Rücken freihalten lässt. Ich habe einen Vertrag. Ich arbeite für Shepard. Ja, sicher. Es mag bei Ihnen anders sein, aber meine Loyalität beruht nicht nur auf dem nächsten Sold. Ganz ruhig, Leute. Wir haben alle dasselbe Ziel und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Genau. Jawohl, Sir. Wo soll ich meine Sachen unterbringen? Ein trockenes Plätzchen wäre schön, falls möglich. In der Nähe der Lebenserhaltungsanlage auf dem Crewdeck ist es tendenziell etwas trockener als im Rest des Schiffes. Ah, eine VI. Besten Dank. Er macht einen höflichen Eindruck. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Ich hatte mir Attentäter ganz anders vorgestellt. Er durfte sie. Genau, nur Menschen. Ja. Oder auch nicht. Auch wenn manche crazy sind. Maschinenpistole Schaden. Okay, gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen erstmal. In der nächsten Folge gucken wir uns auf dem Schiff um, weil ich glaube, da können wir mit einigen Leuten sprechen, wo wir wieder Nebenmissionen kriegen. Werden wir schauen, was wir machen können. Ansonsten war gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.